Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit einer Zauberschokolade im Test. Das ist eine Schokolade für Kinder ohne Zuckerzusatz, aber ich denke, Erwachsene können die genauso essen, oder? Die Marke ist Olecker, kannte ich noch gar nicht. Ich habe die tatsächlich gekauft, erstmal wegen dem Namen. Ich bin auch so ein Verpackungsopfer. Und natürlich auch wegen der süßen Verpackung. Es ist eine 80 Gramm Schokolade, kostet so ca. 1,99 Euro bis 2,49 Euro. Habe ich nochmal im Netz recherchiert. Ich habe die aus dem Edeka gekauft. Und ich merke mir ja nie so toll die Preise deswegen. Aber ich musste die Schoki mitnehmen. Da ist kein Zuckerzusatz drin. Wir haben hier Steviol drin, Inulin als Süßungsmittel und Erythrit. Erythrit habe ich schon mal von gehört. Auch Steviol habe ich schon mal von gehört. Kennt ihr aus der Stevia-Pflanze als Süßungsmittel. Und am Ende des Videos gibt es nochmal die Nährwerte in Großaufnahme. Es ist eine 80 Gramm Vollmilchtafel und ich bin mal gespannt, wie die schmeckt, ihr Lieben. Ohne Zuckerzusatz. Ist denn überhaupt Zucker drin? Ja, es ist Zucker drin. Und zwar 10,8 Gramm Zucker. Wahrscheinlich ist ja auch Schokolade, Vollmilch etc., Kakao, Naturprodukt. Irgendwie ist da ja auch immer Zucker dabei. Schauen wir mal, wie es denn schmeckt. So, ich würde es auch ein bisschen gruselig finden, wenn die komplett nur aus Zuckeraustauschstoff bestehen würde. Ich habe jetzt die Packung mal geöffnet. So eine richtige klassische Schokotafel ist es, mit einem klassischen Layout, wollte ich gerade sagen. Sieht genauso aus wie das Schokoladen-Emoticon, oder? So sieht's aus. Ich breche es nochmal durch. Lässt sich ganz gut teilen. Riecht sehr lecker. Riecht wie eine ganz normale Schokolade. Jetzt nicht wie eine Milka, aber so eine Schokolade, die man vielleicht auch von der Handelsmarke kauft, so eine Lidl-Schokolade, eine Aldi-Schokolade, eine Ja-Schokolade, gut und günstig Schokolade. Jetzt nicht wie eine Lind. Riecht so wie eine ganz normale Schokolade. Ich beiß jetzt hier mal rein. Die ist. Muss jetzt ein bisschen schmatzen. Hat einen guten Schmelz. Zart schmelzend. Wie viel Kakao hat die eigentlich? Vollmilchpulver sind 25% und 40% Kakao, okay? Das ist schon ordentlich. Ich muss jetzt gleich richtig schmatzen, ihr Lieben. Ich bin so ein Zuckerkiddy. Muss mal gucken, dass ich aus dem Zucker rausschmecke. Weil ich bilde mir gerade ein. Man kennt es ja, man beißt in was rein, was man kennt. Und dann bildet man sich ganz schnell ein, dass es genauso schmecken müsste. Und stellt dann mal fest, Moment mal. Das schmeckt gar nicht so, wie ich es erwartet hätte. Ich beiße jetzt nochmal drauf und lutsche es mal ein bisschen. Konsistenz ist 1 zu 1 zu Schokolade. Vom Geschmack her ist die viel, 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 viel weniger intensiv. Oh! Da hat es geklingelt. Habt ihr das gehört? Ich muss mal gleich zur Tür gehen, ihr Lieben. Ich lutsche mal ein bisschen die Schokolade und dann beschreibe ich euch, wie sie mir geschmeckt hat, ihr Lieben. Ich habe die Schokolade ganz in Ruhe jetzt mal aufgelutscht und gegessen und dann habe ich sie auch geschmeckt. Ich bin einfach schon zu sehr auf diesen Zucker konditioniert. Ich finde, sie schmeckt wirklich lecker. Wenn man sich darauf erstmal einlässt, hat sie einen ganz, ganz tollen Geschmack, eine tolle Konsistenz und einen tollen Schmelz. Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich der überraschenderweise 8 Punkte. Ich hatte schon Angst, dass sie komplett abstürzt, weil sie halt wie eine normale Handelsmarken-Schokolade gerochen hat. Sie schmeckt aber doch wesentlich besser als so eine typische Schokolade, finde ich. Man muss sich darauf einlassen. Und gerade für Kinder, die hoffentlich noch nicht so im Zuckerrausch sind, ist es, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Sache. Ja? Deswegen 8 Punkte von der Zauberschokolade von mir, vom Junkfood-Guru. Und hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!